auch beschäftigen wird. Wir machen jetzt hier auf der Bühne weiter mit dem nächsten großen Themenkomplex, der heute uns ein bisschen durch diesen Tag begleiten wird, nämlich künstliche Intelligenz. Die sprechende Technologieregion heißt es jetzt. Es geht darum, wie kann KI zum Beispiel in der Wirtschaftsförderung eingesetzt werden. Wir dürfen gleich drei Speaker nacheinander bei uns auf der Bühne begrüßen. Zum einen Heike Choi von Google Cloud. Wir begrüßen Roland Masche. Er ist Projektleiter Smart City bei der Stadt Hagenow. Und Professor Dr. Peter Vierecke vom Forschungsinstitut für Regional- und Wissensmanagement. Und den Anfang, den macht Heike Choi und Sie begrüßen wir jetzt bitte mit einem großen Applaus. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Guten Tag. Es war einmal ein Wirtschaftsförderer, der auf einen Cloud-Ingenieur in Berlin traf. Und das klingt doch nach einem Start für eine sehr gute Geschichte. Und das ist eigentlich genau so passiert. Roland Masche als Wirtschaftsförderer der Stadt Hagenow kam zu mir und sagte und fragte, was kann man mit der Google Cloud für die Region machen? Das ist nun ein Jahr her und es ist einiges passiert. Mein Name ist Heike Choi, ich komme von der Google Cloud und was mich besonders freut, ist, wenn wir so tolle Kunden-Use-Cases haben, wie mit der Stadt Hagenow. Wir wollen darüber sprechen, was die Motivation des Projektes war und auch, wie die Zukunft ausschaut. Aber wer kann das besser erzählen als unsere Kunden selber? An dieser Stelle möchte ich Roland Masche von der Stadt Hagenow auf die Bühne bitten. Roland, du bist der Wirtschaftsförderer, wie erwähnt. Und die Stadt Hagenow gehört zu einem von 73 vom Bund geförderten Smart City-Kommunen. Muss man da dann auf den KI-Zug aufspringen? Ja, das ist in der Tat keine triviale Frage. Erstmal hallo von Hagenow nach Berlin. Sie ist deswegen nicht trivial, weil im Grunde genommen wir uns wirklich überlegen müssen, warum soll eine Kommune mit 12.500 Einwohnern, wo jeder jeden kennt, mit einer gut geölten Verwaltung, wo 54 Mitarbeiter arbeiten, eigentlich auf den KI-Zug aufspringen? Die Antwort auf diese Frage liegt gute 27 Jahre zurück. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von Ihnen daran, am 10. März 1997 wurde der neue Markt gegründet. Die Finanzierungsplattform für die Rocket Internet dieser Welt, die New Economy. Für das Investment Banking war das die größte Geldvernichtungsmaschine, die wir bisher gesehen haben. Für einen Wirtschaftsförderer war es ein Erkenntnisprozess. Denn der neue Markt ist grandios gescheitert. Aber aus diesem Scheitern lernen wir, wie wir im Grunde genommen heute die KI-Entwicklung sehen können. Wir können den Prozess vom Ende aus her betrachten. Insofern komme ich zu meiner ersten These. Das Internet hat das Wissen der Welt verfügbar gemacht. KI wird das Wissen dieser Welt anwendbar machen. Das heißt, dadurch, dass KI das Wissen uns lösungsorientiert und lösungsstrukturiert zur Verfügung stellen wird. Sogar die Skala ist schon vorgegeben. Der Anteil, der Lösungsanteil, den KI zukünftig zu unseren Fragestellungen liefern wird, wird stetig steigen. Und deswegen ist es nicht eine Sicht von nice to have, sich mit KI zu beschäftigen, sondern das ist eine zwingende Notwendigkeit. Was bedeutet das nun für uns als Wirtschaftsförderung? Fortgeschrittene Wirtschaftsförderungen, so denen ich Hagenow auch zähle, haben die Digitalisierung bisher genutzt, um sich Monitoring-Systeme zu bauen für den Standort. Hagenow hat das auch gemacht mit Google-Technologien. Wir haben uns abgegrenzte Suchräume gebaut für die Unternehmen, für das Wirtschaftsfördernetzwerk, für die Innovationstreiber.
Was kann ich damit machen? Ich kann in Echtzeit gucken, wie sind die Trends am Standort, wo sind die Risiken, wo sind die Potenziale, wo sind die Netzwerke. Aber wenn wir ehrlich zueinander sind, müssen wir sagen, wir haben im Grunde genommen diesen Standort mit diesen, mit diesen Technologien interpretiert. Was wäre aber, wenn wir dieses Expertenwissen rausholen und allen am Markt zur Verfügung stellen? Wüsste dann nicht die Region in der Tat, was sie wirklich weiß? Wenn der Handwerker morgens Chatty fragt, welche neuen Ausschreibungen sind eigentlich dazugekommen, auf die ich mich bewerben sollte? Wenn der Baustoffhändler Chatty fragt, welche neuen Baustellen sind dazugekommen, die ich vielleicht eben beliefern könnte? Und wenn das innovative Unternehmen fragt, ich habe hier ein Problem mit einer Verbindung Metall zu Metall mit 1000 Newton Zuggewicht, die kann ich weder verschrauben noch nieten. Welche Patente gibt es dafür, die mir dazu eine Lösung anbieten, und sitzt der unter Umständen nicht gleich um die Ecke? Wenn wir so alle in der Region im Grunde genommen zur Wirtschaftsbeförderung ermutigen, würde sich dann nicht im Grunde genommen eine beschleunigte Entwicklung der Region ergeben. Eine schlaue Unternehmensberatungsgesellschaft hat einmal gesagt, Geschwindigkeit ist der entscheidende Erfolgsfaktor in der Wissensgesellschaft. Und das war im Grunde genommen, oder daraus haben wir in Hagenow folgende Formel gemacht: Die Anpassungsgeschwindigkeit eines Standortes muss stets größer sein wie die Veränderungsgeschwindigkeit des Marktumfeldes. Dann erzielen wir eine Zukunftsdividende. Sie können alle die Richtigkeit dieser Formel überprüfen, drehen Sie nur das Größerzeichen um und sagen, die Veränderungsgeschwindigkeit ist kleiner als die Geschwindigkeit des Marktumfeldes, dann wird auf Zukunftsdividende nämlich Restrukturierungsaufwand. Erleben wir zurzeit alle als Bundesbürger. Und diese Formel war auch im Grunde genommen der Gamechanger in unseren Gesprächen mit Google. Man muss nicht als Kommune mit 12.500 Einwohnern, wenn man über KI nachdenkt, gleich mit einem Weltkonzern verhandeln. Wenn man aber mit ihm verhandelt, dann muss man vielleicht auch mal einfach so sein Hasenherz in die Hand nehmen und einen Federhandschuh in den Ring schmeißen und sagen, als Regionalökonom brauchen wir keine globalen Unternehmen, die Wertschöpfung aus der Fläche abziehen und Vermögen aus der Fläche abziehen. Wir brauchen Partner, die mit uns zusammen die Region entwickeln. Google hat diese Formel verstanden. Die haben nämlich gesagt, halt stopp, diese Formel trifft im Grunde genommen auch auf Unternehmen zu. Und wäre es nicht schlau, mit Unternehmen, mit Regionen gemeinsam zu wachsen? Und das kann man eben tun, wenn man sagt, man versteht sich als Transmissionsmaschine für Innovationen in der Region. Und so sind wir zu der Idee der sprechenden Regionen eben gekommen. Und wir wünschen uns, dass wir zusammen mit Google, mit Reply, mit Professor Peter Vierecke, den ich gleich begrüßen darf, im Grunde genommen dafür sorgen, dass die Zahnrädchen in Mecklenburg-Vorpommern sich ein Stückchen schneller drehen. Wir sind von der Vision bei der Idee und im Grunde genommen beim Piloten. Wir sind natürlich auch dankbar, dass so ein Konzern wie Google schon versteht, dass man in solcher Phase nicht jede Woche eine Rechnung schreiben kann. Sonst kommt man nämlich nicht so weit. Wie das jetzt im Einzelnen weitergeht, dazu darf ich Professor Vierecke herzlich auf die Bühne bitten, denn er hat sozusagen das Produktmanagement dorthin gemacht. Ja, Roland, vielen Dank. Ich darf Sie auch alle recht herzlich begrüßen. Wie im Programm vorgesehen, ist mein Name tatsächlich Vierecke aus dem Sauerland. Zu mehr haben wir jetzt hier im Moment nicht Zeit. Sie könnten mich hinterher berechtigterweise fragen, warum lesen Sie nicht einfach mal aus dem existierenden System
5 Fragen und 5 Antworten von dem Technologie-Chatbot der Region vor. Mal angenommen, Sie kennen Wer wird Millionär nicht? Und ich lese Ihnen 4 Fragen und 4 Antworten vor und schicke sie dann in das Studio, oder dann haben das Spiel überhaupt nicht verstanden. Wir versuchen aber heute mal das Spiel zu verstehen, weil man ja davon ausgehen kann, dass in Zukunft ganz viele Regionen eine solche KI nutzen, um ihre Wirtschaft voranzubringen. Und da muss ich mich eben fragen, was sind die Wettbewerbsfaktoren da? Ja, also was muss ich eigentlich tun, um das sinnvoll und wettbewerbsfähig zu nutzen? Und wir gucken uns jetzt diese 3 Dinge mal an. Wir machen das am Beispiel einer Wahrsagerkugel. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, warum. Hat zufällig jemand eine Wahrsagerkugel dabei? Da ist ja eine, ganz unabgesprochen. Werfen Sie die doch mal ins Publikum. Na, vielleicht ist Rumgeben besser. Was muss ich eigentlich machen, um so ein System so auf die Reihe zu bekommen, dass es mir am Standort wirklich hilft? Das eine, was schon gar nicht so leicht ist, ist das Thema intelligenter Datenbehälter. Also ich muss ja jetzt aus Unternehmen, über Unternehmen, aus den Hochschulen, aus der Region, also Regionaldaten, sagen wir mal Patente, mit denen haben wir das jetzt probiert, die muss ich ja irgendwo einfüllen in einen Behälter. Wir tun mal so, als wenn das ein Behälter wäre. Wenn ich jetzt, wir machen mal den Praxistest, ich komme in einer Woche Mittwoch zu Ihnen in den Standort und Sie bereiten das bis dahin vor, dann merkt man plötzlich, okay, so einfach ist das überhaupt nicht. Alleine Unternehmensdaten mal zu bekommen, die vielleicht nicht im Internet stehen, ist ja schon eine Herausforderung. Also das wäre mal Punkt 1, die Datenquellen und den Datenbehälter auf die Reihe zu bekommen. Punkt 2 ist, die Werkzeuge da dran zu docken. In der Google Cloud haben wir eben die Möglichkeit, die Daten zu speichern, KI damit zu verbinden und eine Oberfläche zur Verfügung zu schaffen. Was hat sich die Menschheit denn immer gewünscht? Ein Ort, wo man Informationen hat, wo man gute Antworten auf intelligente Fragen bekommt und eine sau einfache Oberfläche. Und das ist eine Glaskugel. Ne? Deswegen hat sich dieses Konzept so gehalten. Übrigens, wenn Sie die Glaskugel hier rumgeben, ich kriege da immer einmal in der Woche die Lottozahlen vom Sonntag, aber das sind meine, ne? Also bitte dann bei mir abgeben. Das heißt, ich muss jetzt auch bewerten, was ist denn jetzt eigentlich das richtige Werkzeug, was ich da dran docke? Welches Sprachmodell nehme ich eigentlich? Nehme ich da Gemini Pro, Gemini Ultra oder Fairy Ultra? Und man merkt dann auch ziemlich schnell, neben dem Datenbehälter ist auch die Auswahl der richtigen Werkzeuge ja kein Kinderspiel. Und der dritte Bereich, den wir uns angucken sollten, ist der Bereich Fragestellung. Da sind wir wieder bei Ihnen, das hat überhaupt nichts mehr mit Technik zu tun. Was würden Sie eigentlich Ihren Standort fragen wollen? Auch da merkt man dann mal, wenn man da jetzt konkret drüber nachdenkt, so einfach ist das auch nicht. Ja? Was sind denn die 3 wichtigsten Fragen zu Desoxyribonukleinsäure? Weiß ich auch nicht, aber habe ich mir mal im Biologieunterricht gemerkt. Was sind die 3 wichtigsten Fragen zum Kunststoffschäumen? Ich habe ja bestimmte Cluster oft am Standort, bestimmte Technologieschwerpunkte. Und da bin ich vielleicht als Stadt oder als Wirtschaftsförderung auch überfragt, was da eigentlich interessante Themen sind. Aber darauf muss ich ja die Systeme ausrichten. Und was da auch noch steht, was ist denn mit Fragen, auf die noch keiner gekommen ist? Ja, das wären ja dann die innovativen Dinge, zu denen ich irgendwie kommen muss, um den Standort nach vorne zu bringen. Es gibt ja auch Fragestellungen, die führen zur Verwirrung. Ja, wo der Mann bei der Frau klingelt in dem Mehrfamilienhaus und fragt, wollen Sie Zeuge Jehovas werden? Und sie antwortet, ich habe den Unfall gar nicht gesehen.
die verstehen sich einfach nicht auf der Frageebene. Und der eine vermutet was völlig anderes dahinter. Das ist aber relativ typisch, wenn man solche Systeme aufstellt. Ich habe gerade hinter der Bühne behauptet, man könnte ruhig mal sagen, dass das die erste sprechende Technologieregion Deutschlands ist. Da hat der Roland gesagt, das wissen wir jetzt gar nicht so ganz genau, aber ich habe jetzt auch niemand anders gefunden. Sie können sich auch gerne melden. Sie könnten sogar mit der Technologie, das ist überhaupt kein Problem, da anrufen. Das macht nochmal deutlich, dass man quasi einen virtuellen Menschen vor sich hat, der das Wissen der Region, das wettbewerbskritische Wissen der Region verfügbar macht. Also ähnlich wie eine Glaskugel. Das sind die drei Elemente, die ich benötige, um das wettbewerbsfähig einzusetzen, weil ja jeder hinterher wahrscheinlich so ein System laufen hat. Und dann komme ich zum Schluss, was kann man jetzt eigentlich als Standort machen, um das umzusetzen? Was es noch nicht gibt, ist künstliche Neugier. Also ich habe hier erstmal die Aufgabe, neugierig auf meinen Standort zu gucken und dann mit einem kleinen Projekt, da sind Dinge möglich, unter 1.000 Euro, mal ganz klein anzufangen mit einer Fragestellung, wo auch tatsächlich gerade der Kittel brennt. Also sich nicht irgendwas auszudenken, was schon vor 10 Jahren nicht geklappt hat, sondern bei einer ganz konkreten, kleinen Sache anfangen und sich dann mal an die Daten mit den Unternehmen, am besten mit den Hochschulen, drantasten. So, das war schon von meiner Seite. Vielen Dank für die Mühe, die ich machen durfte. Wo ist die Kugel? Einmal melden. Ah, die ist noch da. Alles klar. Lottozahlen? Ja, leise. Okay. Alles klar. Vielen Dank für die Mühe, die ich machen durfte und bis zum nächsten Mal. Herr Vierecke, ganz, ganz herzlichen Dank für die sehr plastische Darstellung dieses Themas. Vielleicht kann die Glaskugel auch noch kurz in die Lottozahlen schauen fürs Wochenende. Dann haben wir alle noch mehr davon. So, wir machen weiter mit einem...